Oh! Geh weg von mir, Alter. Lebt bestimmt noch, oder? Lebt von hier noch jemand? So. Notiz. Hallo. Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frankel, bitte erlauben Sie mir, Ihnen eine herzlichste Gratulation für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein fürwahr beeindruckender Erfolg. Im Bereich der Biowaffenforschung einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrannen einzuführen, um ihn extrem zu kontrollieren. Ich kann nicht umhin, von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meiner Missbildung zu diesen Abweichungen von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem Sie der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen Sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaun gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Förderungen und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch dasselbe über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus und zu glauben, dann könnte sie steuern, ist äußerst Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrer Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen, aber hier in Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass sie ja einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen, also haben sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesem anmaßenden Problem auskundschaften, das sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Nathaniel Bard, PhD. Okay, Impfstoff. An adjuvant sample. These are combined with antigens to increase immune system response. Na, wir wollen mal wissen, wie viele da gleich ausbrechen. Zwei? Doppel zwei Hunter kommen raus. Vielleicht versuche ich einfach zu flüchten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Jo. Oh Gott. Ja, jetzt brauche ich wieder ein bisschen Leben. Okay, es sind sogar drei, die ausbrechen. Unschlecht. Ja gut, meine Freunde, so schnell haben wir aus, ist unsere Schrotflinte leer. Das heißt, ich werde mich wieder ein bisschen ausrüsten müssen. Boah, ich verzichte mal auf den. So, ich glaube, ich muss mir mal ein bisschen neu ausstatten. So, die kommt mal weg. Das kommt weg. Ich bin jetzt mal gekonnt und verzichte jetzt mal auf mein Messer. So, die zwei Sachen verliere ich ja gleich auch noch. Was nehmen wir noch mit? Ich weiß es noch nicht ganz genau, also ich muss...
Ich werde mich jetzt einfach mal gucken. Ein bisschen Platz kriege ich ja jetzt noch, wenn ich die beiden Sachen da entsorge. So, wollen wir mal einmal das. Hey! Ja! Okay. War ja schon fast klar, dass wir jetzt da irgendwie flüchten müssen oder dass wir angegriffen werden. Oh Gott! Also dieses Nemesis ist ja eigentlich viel stärker als ich, oder nicht? Okay, wollen wir mal. Jetzt kann ich wieder ein bisschen hier oben speichern. Ja, ich brauche jetzt kurz ein Messer, scheiße. So, wir machen jetzt erstmal so, wie wir es am besten machen. Das brauchen wir. Wir hatten doch noch irgendwo eins gehabt. F
verstauen. Wir nehmen aber das wieder mit und das wieder mit. Das sieht nach einem schönen Showdown-Kampf aus, meine Freunde. Also ich habe jetzt wirklich gut was an Explosionswaffen und keine Ahnung, was ich da alles habe. Und damit müsste ich ihn ja eigentlich runterkriegen. Ich meine, ich habe da, ich habe eine Diegel, ich habe noch Pistolenmunition. Das muss reichen, also ganz ehrlich. This business to get paid. So let's make a deal. You go down there, battle the nemesis, and I'll recall it all and sell the combat data. Put on a good show, and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Oh ja, das wird. Oh ja. Oh ja, ich freue mich schon irgendwie. Komm schon. War das nicht erst im letzten Kampf? Wir nehmen erstmal die Pistole. Oh, und wieder werde ich erwischt, Mann. Also ich glaube, ich werde gleich draufgehen. Ich sag's euch. Nehmen wir erstmal den. Ja, komm schon. Aber gut zu wissen, dass ich da drauf schießen muss. Aber die Frage ist jetzt, wie kann ich das jetzt mit den Dingern da machen? Muss er da irgendwie reinschlagen, reinspritzen, rein so drücken? Jetzt bin ich tot. Okay, jetzt muss ich überlegen, finde ich gegen Brand. Warte mal.
Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich verstaue die mal und nehme einfach nochmal mit die Branddinger mit. Okay. Ich bin überlegen, wie ich es am besten mache. So, das kennen wir ja schon. Alter, ich springe schon weg, ne? Ich weiche aus, aber ich werde instant erwischt, ne? Vielleicht muss ich ihm so lange Schaden zufügen, bis er auf einer dieser Podeste da springt. Das kann natürlich auch sein. Ach Leute. Wieder ausgewichen. Jill, is that you? Carlos? Oh. You're okay. Let me spot for you. Good idea. Na, jetzt hätte ich die Diggel gebraucht. So, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Sollte ich wieder drauf gehen, nehme ich auf jeden Fall die Shotgun mit. Die Diggel nochmal mit. Ach, komm. Lad nach. Okay. Okay, ich glaube, ich habe jetzt so langsam verstanden, wie ich es machen muss. Mich trotzdem nicht treffen lassen. Okay, komm schon, komm schon. Ah, ich hau gleich mal eine Säuregranate bei dem rein. I got this.
Oh ja! Boah, Brandgranaten, ne? Okay, Leben ist okay. Och Mensch! Geh weg von mir! Ja, genau. Ja! Ja, komm! So, Feuer ist eigentlich ganz gut. Wow, ich hab's überlebt. Nemesis, nie wieder. Dieses Ding heißt mit Ausrufezeichen. Wer weiß, nachher kriege ich ihn doch nochmal zu Gesicht. Oh, ich bin echt hart angekratzt, ey. Huiuiuiuiuiui. Seht ihr, Leute, so schnell kann das hier gehen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was da. Wir haben noch die Minen da. Ich nehme davon was mit und davon was mit. Pistole. Boah, nehme ich auch noch mal gut was mit. Das verstauen wir mal. Granate, Magnum Disc. Ah, ich nehme mal zwei Erste-Hilfe-Sets mit. Das verstauen wir mal, weil ich glaube, ich kann das eh gerade nicht verwenden. Nein. Und dann speichern wir nochmal schön gepflegt hier. Da könnt ihr drauf lassen. Yahoo!